Ja, einen wunderschönen guten Abend sendet das Orga-TV-Studio hinaus an seine Zuschauer. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, zur offiziellen, traditionellen Weihnachtssendung. Herzlich willkommen hierzu. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Stefanie Müller. Ich übernehme heute die Moderation für den Lukas. Das hat bei uns am Lehrstuhl ein Stück weit Tradition. Normal macht das Herr Professor Scholz, der ist aber heute leider nicht da. Er hat derzeit ein Forschungsfreisemester und darf sich so ein bisschen seinen Wünschen, Vergnügungen hingeben. Wir werden nachher noch ein bisschen dazu erzählen, was er eigentlich derzeit konkret macht. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Ja, ich habe mir heute für die Sendung auch ein paar Gäste besorgt, damit es nicht ganz so monoton und langweilig wird, wenn Sie mich heute Abend den ganzen Abend hier vor der Kamera sehen. Ich habe zwei neue Kolleginnen mitgebracht. Einmal die Frau Strauß, die Nathalie Strauß, die jetzt gerade, ich glaube, seit September, genau. Oktober, September bei uns am Lehrstuhl neu angefangen hat. Und auf der anderen Seite die Emanuela Becker, die auch seit Oktober, glaube ich, neu bei uns am Lehrstuhl ist. Was die beiden genau machen, das werden sie nachher noch mal ganz kurz erzählen. Und das Schöne ist und worüber ich mich besonders freue, ist, dass ich auch dieses Jahr wieder jemanden hier dabei habe, der über Skype zugeschaltet ist, nämlich einen Kollegen, einen ehemaligen Mitarbeiter hier vom Lehrstuhl Scholz, der heute seinen Lehrstuhl in Siegen hat, Herr Professor Stein, den ich entsprechend auch sehr herzlich zur Sendung begrüßen möchte. Hallo nach Siegen. Hallo, freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ja, wunderbar. Freut uns auch. Das ist klasse. Im letzten Jahr haben wir das ja auch schon ganz schön zusammen gemacht. Herr Scholz war kurzfristig ausgefallen, weil er aus irgendeiner Dekanatssitzung nicht rausgekommen ist. Insofern sind wir da ja schon so ein bisschen eingespieltes Team und das wird mit Sicherheit heute auch wieder interessant, lustig, spannend und schön für die Zuschauer werden. Aber zu dir nachher habe ich auch noch mal so ein paar kleine Sachen, wo du dich noch mal selbst vorstellen kannst, wo die Leute auch wissen, warum du eigentlich das Recht hast, heute hier in der Sendung zu sitzen, die Weihnachtssendung sozusagen zu begleiten. Dazu gibt es später aber noch mal die ein oder andere Info. Ja, was wir heute machen werden, es gibt natürlich klassische Beiträge, wie ihr das kennt, den Dauerbrenner, den Döner-Tester, der ist heute wieder mit auf dem Programm. Wir haben noch ein bisschen was Besonderes, was Weihnachtliches, was sich mit Weihnachtsplätzchen beschäftigt. Auch das gibt es nachher noch mal mehr. Wir werden unsere Quiz noch mal auflösen, das von letzter Woche. Es gibt natürlich auch noch mal ein neues Quiz für die kommende Woche. Und ansonsten haben wir hier vorne, das sieht man schon so ein bisschen auf dem Tisch, die ein oder andere lustige Requisite dabei. Und dazu werden wir später noch ein paar Geschichten erzählen. Also es wird ein kunterbuntes Programm, was die Zuschauer hier heute erwartet. Ansonsten würde es jetzt weitergehen, wie gewohnt, mit dem News-Ticker. Hallo und herzlich willkommen zu den Weihnachts-Orga-TV-News in 90 Sekunden. Weihnachten im Schuhkarton. Bei der weltweit größten Geschenkaktion Weihnachten im Schuhkarton wird dieses Jahr das 100-millionste Kind beschenkt. Alle Infos und Bilder unter geschenke-der-hoffnung.org. Weihnachtsmärkte. Der Christkindlmarkt in Saarbrücken hat noch bis 23. Dezember seine Pforten für euch geöffnet. Wer also noch Geschenke braucht oder einfach nur Weihnachtsstimmung erleben möchte, kann dies in der Bahnhofstraße tun. Auch in Neunkirchen habt ihr die Möglichkeit, bis zum 23. Dezember auf dem Stummplatz besinnliches Ambiente auszukosten. Kino. Ein Filmtipp für die Weihnachtstage. Nico 2, kleines Rentier, großer Held. Mit welchen Situationen das kleine Rentier zurechtkommen muss, jetzt im Kino. Entsorgung des Weihnachtsbaums. Wer seinen Weihnachtsbaum entsorgen möchte, für den bietet die Stadt Saarbrücken einen speziellen Service. Mehr unter dem eingeblendeten Link. So, das war's von den News heute. Bis zum nächsten Mal an gewohnter Stelle. Zurück zu dir, Lukas. Vorher allerdings wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. So, das waren die News gewesen. Jetzt geht's weiter mit unserem zweiten Teil
der traditionellen Weihnachtssendung. Ich habe es ja eben schon angemerkt, ich habe zwei neue Mitarbeiter mitgebracht, zwei neue Kollegen mitgebracht. Und damit ihr auch wisst, wer das überhaupt seid, habe ich die beiden gebeten, sich ein bisschen was zu überlegen und sich einfach mal selbst vorzustellen, was sie hier am Lehrstuhl genau tun, was sie vielleicht auch von Hintergrund haben, wo sie herkommen und warum sie gerade bei uns gelandet sind. Ich fange vielleicht einfach zu meiner Rechten an. Nathalie, vielleicht erzählst du kurz was dazu. Ja, gerne. Also mein Name ist Nathalie Strauß, ich bin 28 Jahre alt, bin verheiratet und bin seit 1. September hier in Saarbrücken am Lehrstuhl von Professor Scholz tätig und bin vor allem für die Studentenbetreuung zuständig, aber auch natürlich für die Lehre jetzt ein bisschen auch. Und meine Richtung oder mein Spezialgebiet in Anführungszeichen ist die Humankapitalbewertung. Mhm. Da werden wir nächstes Jahr auch nochmal was Neues hören in Richtung DAX 30 Unternehmen, sage ich nur ein Stichwort. Da gab es ja auch eine schöne Studie vor ein paar Jahren. Ja. Und das Ganze wird wieder neu aufgelegt. Jetzt war ich noch bei der Betreuung von der virtuellen Personalabteilung, gab es ein White Paper, das ist auch kostenlos abrufbar bei uns auf der Homepage. Und da geht es einfach um die Virtualisierung der Personalabteilung. Also inwiefern sich das Konzept der Personalabteilung jetzt in den nächsten Jahren ändert. Und ist wirklich ein ganz spannendes Thema und können Sie sich gerne abrufen auf der Homepage. Gut, prima, alles klar. Das heißt, da werden wir in der nächsten Zeit noch ein bisschen was hören. Genau. Also gerade im Bereich Humankapitalbewertung, dafür steht ja auch der Lehrstuhl letztlich, Volker. Richtig. Da haben wir ja oder mit Siegen zusammen auch schon sehr viel gemacht. Das heißt, auch du wirst da wieder mit involviert in der Aufbereitung entsprechend der neuen Daten für die DAX 30-Studie. Aber dazu wird es im neuen Jahr auf jeden Fall einiges Wissenswertes Neues vom Lehrstuhl wieder geben. Wir machen einen kurzen Schwenk rüber auf meine linke Seite zu Emanuela. Emanuela, vielleicht erzählst du auch ganz kurz, warum bist du hier bei uns gelandet? Was ist deine Aufgabe? Was tust du eigentlich? Ja, also ich bin dieses Jahr fertig geworden mit meinem Masterstudium. Ich habe Masterwirtschaft und Recht studiert. Hier in Saarbrücken auch? In Saarbrücken, genau. Mhm. Auch Bachelor und dann halt anschließend den Master. Ja. Und ich habe halt zwei Fächer vertieft, Marketing und Personal. Ja. Und dann stand es halt nach dem Studium halt die Frage, was macht man? Und da hat es sich wirklich angeboten, weil ihr habt ja die Stelle ausgeschrieben gehabt. Mhm. Und es hat dann funktioniert und seit dem 15. Oktober bin ich ja auch hier. Mhm. Und ich wurde halt eingestellt im Rahmen des Euro-Business. Euro-Business, da geht es einfach darum zu analysieren, inwiefern in Europa eine Konvergenz oder Divergenz besteht, entweder im Bereich Marketing oder im Bereich Personal. Ja, also ob Entwicklungen zusammenlaufen oder eben unterschiedlich ablaufen. Ja, okay. Genau, das ist halt gepasst, weil ich ja Marketing und Personal vertieft habe. Ja, klar. Das war eine super Sache und jetzt bin ich in der Grundlagenforschung und das Ziel ist einfach für die Zukunft, Lehrveranstaltungen dafür zu entwickeln zu diesem Bereich, eventuell auch für Seminararbeiten, Diploma- oder Abschlussarbeiten einfach Themen anzubieten. Genau, aber das Ganze ist noch in den Kinderschuhen und mal schauen. Beschäftigt uns auf jeden Fall noch die nächsten Jahre, also ein langfristiges Projekt. Ich glaube bis 2015, 14 oder 15 läuft das. Das Ganze wurde über die Hochschulleitung bei uns auch ein Stück weit initiiert, läuft unter dem Qualitätspakt Lehre. Also die Erkenntnisse fließen natürlich nachher auch in die Lehre ein, zu gucken, inwiefern kann man das auch in Lehrveranstaltungen integrieren, dieser europäische Gedanke, der ja bei uns im Saarland auch ganz sinnvoll und wichtig ist. Also da werden wir die nächsten Jahre hoffentlich häufiger noch was hören, was dieses Forschungsprojekt Eurobusiness letztlich betrifft. Ja, und dann gebe ich vielleicht mal ganz kurz das Wort nach Siegen. Das war ja jetzt die ganze Zeit ganz still. Herr Stein oder Volker, würdest du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du tust und wie es dir geht? Ja, also gehen tut es mir prima. Ich sitze hier in Siegen. Es ist wie häufig Regen, aber das macht überhaupt nichts. Eine Weihnachtsfeier jagt die nächste. Aber fachlich ist zu vermelden, dass wir hier auch intensiv forschen. Auch wir sind an einem Lehrbuch dran, was geschrieben wird. Natürlich Humankapital, immer ein gutes Thema. Wir freuen uns aber auch sehr, dass wir an der Universitätsentwicklung ein bisschen mitarbeiten können. Wir kommen ja nachher noch auf die ganz relevanten Forschungsfelder im Bereich der Hochschulforschung. Und das jeden Tag zu erleben, ist immer eine tolle Sache. Das zeigt sich ja jeden Tag mit unserer Fachgruppe in unserer Fakultät. Also rundum zufrieden, macht Spaß hier und besonders die Verbindung nach Saarbrücken ist natürlich immer noch stabil.
Ja, das ist super, klasse. Nee, wir freuen uns auch, dass es immer funktioniert. Und ich freue mich auch, dass du dich dieses Jahr wieder bereit erklärt hast, mich zu unterstützen bei der Weihnachtssendung, dass du einfach wieder mit dabei bist. Das ist immer eine ganz lustige Geschichte, wenn man hier vorne den Computer sieht. Ich glaube, das sehen unsere Zuschauer jetzt leider nicht, aber ich sehe vorne nur einen kleinen Monitor vor mir stehen, wo ich dann Volkers Gesicht drauf sehe und mich entsprechend mit ihm über den Computer unterhalten darf. Also für uns auch immer wieder, die Technik macht es möglich. Jetzt sieht man das auch nochmal eingeblendet, ist das immer eine schöne Sache. Ja, ich wurde gebeten, ich bin ja klassischerweise nicht immer Moderator hier bei Orga TV, noch einmal das Gewinnspiel von letzter Woche aufzulösen. Also, ich zeige jetzt zuerst mal für alle, die es nicht wussten und nicht kannten, die Lösung unseres Gewinnspiels nochmal in die Kamera. Ich hoffe, das kann man soweit sehen und ich habe das auch richtig rum. Steht nicht auf dem Kopf, ne? Man sieht, das sind asiatische, chinesische, ich weiß es nicht genau, Schriftzeichen. Ich weiß gar nicht genau, was die Frage war, aber ich denke, die Zuschauer unter Ihnen werden das nochmal wissen. Das ist auf jeden Fall die Antwort dazu, die man einreichen musste. Und in diesem Jahr oder bei diesem Gewinnspiel gab es auch einen ganz tollen Preis. Gibt es einen ganz tollen Preis, nämlich ein asiatisches Essen, passend zu der Lösung dieser Schriftwörter. Ja, Sieger ist, und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen spannend, Trommelwirbel, Herr Peter Kneter. Du, Sie haben gewonnen. Dürfen sich auf ein asiatisches Essen freuen. Viel Spaß damit. Alle weiteren Details, die man wissen muss, wird das Orga-TV-Team Ihnen mit Sicherheit mitteilen, per E-Mail mitteilen, wie auch immer. Ich denke, Sie treten entsprechend in Kontakt und werden alle Einzelheiten nochmal erfahren. Gut, dann würde ich sagen, laut meinem Sendeplan, den ich hier diesmal ganz toll vorbereitet bekommen habe, kommt unser nächster Beitrag, den wir einspielen, nämlich, kennen Sie alle, wissen Sie alle, lieben Sie alle, der Döner-Test. Der Döner-Test. Ich kann sagen, dass es mir hier sehr, sehr gut geschmeckt hat. Die türkische Pizza war sehr, sehr fein und was ich einfach toll fand, ist einfach der Service hier. Und deswegen kann ich schon sagen, dass ich hier diesen Peace Kebab auch zu meinen Favoriten zähle. Ja, was man auch noch positiv anmerken kann, ist das Ambiente hier. Also von allem ein bisschen was, ein paar Autos, ein paar afrikanische Masken, aber halt auch das klassisch türkisch-orientalische Bilder und Teekannen, alles. Also auch ein dicker Pluspunkt. Ja, abschließend kann man sagen, dass der Kebab mit Abstand der schärfste Kebab war, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Das lag nicht daran, dass er irgendwie falsch gewürzt war, sondern dass es einfach eine rote Peperoni dazu gibt, die man separat essen kann. Und die Schärfe erst nach ein paar Sekunden kommt, wenn man schon wieder ein bisschen von dem Kebab nimmt. Also da wirklich aufpassen, das ist nicht von schlechten Eltern. Weil das Kebab aber dünner war als bei der Konkurrenz und die Öffnungszeiten sehr ungünstig liegen, gibt es nur 3,5 von 5 Dönerspießen. Damit belegt der Peace Kebab den 3. Platz. So, zurück sind wir nach dem ultimativen Döner-Tester in die zweite Runde unseres Jahresrückblicks, den wir jetzt mal ein bisschen konkretisieren wollen. Was hat der Lehrstuhl eigentlich das letzte Jahr gemacht? Und
Worin wir immer gut sind, jedes Jahr, sind unsere Reisen. Und ich weiß, Herr Scholz und insbesondere auch Herr Stein waren dieses Jahr sehr fleißig gewesen, was die Reisen betrifft, sind quer durch die ganze Weltgeschichte sozusagen unterwegs gewesen, insbesondere in unserem Forschungsprojekt Korfu, also das sich damit beschäftigt, welche Strukturen sinnvollerweise in Universitäten vorherrschen sollten, also in Abstimmung auch mit mit Universitätsleitung und mit Fakultäten, mit Professoren, mit Mitarbeitern, also was dort sinnvollerweise gemacht werden soll. Und dazu, das guckt man sich natürlich auch in anderen Ländern an. Und ja, Volker, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wo ihr so überall unterwegs wart. Ich habe so ein paar Requisiten mitgebracht. Einmal ist das dieser hier. Passt ein kleiner Koala-Bär. Australien natürlich. Natürlich, das war Australien. Das heißt, ne, ihr wart auf jeden Fall in Australien unterwegs. Ich habe noch ein anderes schönes Bild mitgebracht, um das nochmal so ein bisschen zu zeigen. Ich halte es einfach mal in die Kamera. Und das ist jetzt ein bisschen zeitverzögert, bis es in Siegen ankommt. Deswegen haben Sie jetzt ein bisschen Zeit, sich das genauer anzuschauen. Volker, wenn du siehst das Bild, kannst du vielleicht ganz kurz was dazu erzählen, grundsätzlich über eure Reise? Ja, natürlich ging es primär um Forschung. Wir haben uns ganz viele Universitäten angeschaut mit sehr vielen Dekanen, Vizepräsidenten, Kanzlern, Professoren, Bildungsforschern gesprochen. Aber natürlich, wenn man in Melbourne ist und wenn man in Brisbane ist, sieht man einiges auch vom Land, vor allem an Wochenenden oder wenn ein Feiertag ist. Die XXL-Bratwurst, wunderbar, eine Riesenreklame, bestimmt 12 Meter mal 5 Meter, ein Banner über die ganze Straße, was natürlich Heimatgefühle ausgelöst hat. Aber wir haben uns auch dort wohlgefühlt, zum Beispiel bei dem jetzt hochgehaltenen Bild, das war die Universität von Melbourne, wo wir oder in Melbourne, eine der Universitäten, RMIT war das hier ganz konkret, wo wir tolle Gespräche hatten, zum Beispiel über die Steuerungssysteme von Universitäten. Interessante Sache. In Brisbane dann die Kängurus, die man sehen konnte, Bären. Ganz spannend, hier ein Känguru, das da rumliegt, da guckt aus dem Beutel gleich ein kleines noch mit seinen Beinen hervor. Ja, das musste ich jetzt zeigen, das war so schön. Ja, und natürlich auch sonstige Sachen, die wir erlebt haben, zum Beispiel in Melbourne das erste Formel-1-Rennen der Saison, noch nie bei Formel 1 gewesen. Und hier Herr Scholz ganz entspannt beim Nachdenken, was uns die Dekane und die Prorektoren und Rektoren alles erzählt haben. Denn wir müssen ja bei allem Spaß ernsthaft zusammensetzen, was für ein Bild sich dort ergibt. Und in Australien hat sich ein sehr interessantes Bild ergeben von einer universitären Industrie. Und zwar der drittgrößte Exportsektor Australiens ist dann die Bildung. Und die machen im Grunde Ausbildung für den ganzen pazifischen Raum. Das zu kennenzulernen war sehr, sehr interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen, auch mal was anderes kennenzulernen, als es bei uns das klassische Bildungssystem ist, nämlich mal über den Tellerrand zu gucken und zu erfahren, wie das eigentlich andere Nationen und Länder dieser Welt machen. So, das war aber nicht alles. Ihr wart nicht nur in Australien. Das geht nämlich jetzt weiter. Ich mache mal das nächste Land. Wir starten mal mit diesem Bild. Ich halte das mal in die Kamera rein. Ja, typisch für Japan. Man sieht Japan zu Zeiten der Kirschblüte. Die Blüte sieht man nicht, aber man sieht, dass uns, bevor wir die Blüte uns angeschaut haben, nette Kolleginnen und Kollegen schon beim Essen über die lokalen Gepflogenheiten informiert haben. Hier einer der größten Bäume von Kyoto, ein mehrere hundert Jahre alter Kirschbaum, der mehrere Häuser groß ist und in voller Blüte stand. Sowas ist eines der größten Stolze der Stadt. Sehr spannend war in Japan mit den Forscherinnen und Forschern von sowohl privaten als auch staatlichen Universitäten zu sprechen und zu sehen, wie stark das System von Deutschland geprägt war. Traditionell das Bildungssystem von Deutschland vor 150 Jahren, ich will nicht sagen abgeguckt, aber sehr viele deutsche Einflüsse, wie eine gute Universität aussehen sollte. Und trotz aller amerikanischen Einflüsse, das zu ändern,
besteht immer noch eine sehr große Nähe der Bildungssysteme. Und das war sehr interessant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auch damit war es sozusagen noch nicht beendet. Nämlich, es ging noch mal weiter. Und dazu haben wir zwar nur ein Bild, aber ich glaube, das sagt sehr viel aus. Ich halte das noch mal in die Kamera. Da ja, haben wir auch geschmunzelt. Kurz vor Halloween, wenn die Kanadier schon langsam anfangen, sich entsprechend zu verkleiden. Auch wir haben das mal ausprobiert, spaßeshalber. Ja, sieht nett aus. Das heißt, September, Oktober war Kanada dran, Montreal. Und auch das war eine tolle Erfahrung, ein Universitätssystem fast ohne Akkreditierung. Im Grunde ein Traum für jeden, der in Deutschland eine Akkreditierung nach der anderen machen muss. Mhm. Unsere letzte Reise in die USA musste leider verschoben werden, weil genau an dem Tag, wo wir fliegen wollten, der Sturm Sandy auf uns zukam und die Flüge abgesagt waren. Aber da geht es dann im März nächsten Jahres hin. Genau, das hätte ich nachher im Ausblick noch mal kurz angebracht, aber dass die Reise eben verschoben wurde auf März. Insofern ist es ja auch schön, sich aufs kommende Jahr zu freuen, nämlich dann geht es direkt wieder weiter in die USA. Gut, also so viel zu unseren Reisen. Wir waren zwar noch in Rotterdam zusammen gewesen auf einer Konferenz, aber das ist Europa. Insofern, die anderen Überseereisen sind natürlich interessanter und vielleicht auch ein Stück weit spannender. Jetzt gucke ich mal, was ich hier noch auf dem Tisch so rumliegen habe. Wir fangen mal mit dem Untersten an. Nämlich, das war auch etwas, was zumindest unseren Lehrstuhl entsprechend auch nochmal eine wichtige Entwicklung war. Auch das halte ich nochmal ganz kurz in die Kamera rein, sodass es die Zuschauer auch sehen können. Forscher oder Lehrstühle, bei uns zumindest, ist es ja auch immer wichtig, Dinge schriftlich festzuhalten, Bücher zu publizieren. Und darauf sind wir immer ganz wunderbar stolz. Und das ist genau dieses eine Buch, nämlich das Human Capital Reporting, ist jetzt neu erschienen, 2012. Und beschäftigt sich damit, inwiefern Unternehmen denn standardisiert über ihre Mitarbeiter berichten. Wir haben noch mehr Bücher, das ist nur das eine als kleiner Ausblick. Ich kriege schon das Zeichen, ich muss ein bisschen im Zeitrahmen bleiben und gebe jetzt weiter an den nächsten Beitrag. Nämlich gibt es jetzt aus unserer Reihe Beyond the Mainstream eine Runde Plätzchen backen. Viel Spaß dabei. Hey, ich bin Marie und ich studiere BWL. Zurzeit mache ich ein internes Praktikum bei OrgaTV. In meiner neuen Beitragsreihe Beyond the Mainstream zeige ich euch außergewöhnliche Aktivitäten neben dem Studium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Mainstream. Und heute sind wir nämlich Beyond the Mainstream in Wiesransbach und wir backen Plätzchen. Jetzt bin ich für euch hier live in Action an der Bahnhofstraße und verteile jetzt die ganzen Kekse, die wir vorhin gebacken haben, an die Obdachlosen. Ich war gerade im Café Jedermann und habe da den Rest der Plätzchen, die noch übrig waren, da gerade abgegeben. Und wie ihr seht, meine Tasche ist leer. Und die ganzen Leute haben sich voll gefreut. Und das macht ein schönes Gefühl, wenn man so Bedürftigen was geben kann. So, da sind wir wieder zurück. Und wir knüpfen gleich an das an, was wir eben hatten, nämlich die Publikationen, die so wichtig sind. Und in diesem Jahr hatten wir was ganz Tolles gehabt, was ganz Besonderes, was man auch nicht immer hat als Lehrstuhl, was wirklich etwas ganz Wunderbares ist. Und zwar hat Herr Scholz seinen 60. Geburtstag gefeiert.
in diesem Jahr, im Oktober. Und dazu haben wir uns überlegt, naja, was können wir machen, um Herrn Scholz so eine richtige Freude zu machen, um ihn zu überraschen. Und da ist es natürlich gute Tradition, dass man eine Festschrift macht. Ich halte auch die nochmal in die Kamera, weil die ist wirklich richtig schick geworden. Die sieht richtig schön aus. Das sehen die Zuschauer gleich, ja? Aufbruch des dynamischen Personal, nein, des strategischen Personalmanagements in die Dynamisierung. Kleines Taschenbuch mit ganz vielen kleinen Beiträgen, die wir Herrn Scholz überreicht haben. Und das war eigentlich auch das Schöne dabei. Also, wir müssen uns das so vorstellen, ne, wir haben im Vorfeld klammheimlich diese Festschrift mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammen gemacht. Ich habe das zusammen mit Herrn Professor Stein gemacht, der uns hier zugeschaltet ist. Und haben dann sozusagen Beiträge gesammelt für Herrn Scholz und die in dieses Buch überführt und haben dann gesagt, naja, weil Herr Scholz an seinem Geburtstag leider nicht in Saarbrücken war, er war nämlich gerade von dem Rückflug aus Spanien nach Bremen, packen wir doch unsere Sachen zusammen und fahren alle zusammen nach Bremen und holen ihn da vom Flughafen ab. Und das war natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil erstens hat Herr Scholz überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jemand am Abend um 10 Uhr am Flughafen steht und ihn zu seinem Geburtstag überrascht. Ne? Der kam also da raus aus diesem Terminal und lief zuerst mal an uns vorbei, hat uns zwar so ein bisschen wahrgenommen, wir haben da gestanden und haben so gewunken, Herr Scholz guckt, läuft weiter und auf einmal registriert er, die kenne ich doch. Und dann ist er zu uns gekommen und hat gedacht, naja, das ist aber eine tolle Überraschung, dass Sie beide hier sind, Herr Stein und ich, und ihm zum Geburtstag gratulieren. So, das war es ja nicht gewesen, sondern wir haben gesagt, na Herr Scholz, das ist nicht alles, da gibt es auch nochmal ein tolles Buch für Sie. Oder nein, da gibt es nochmal ein tolles Geschenk für Sie. So rum war es. Und haben ihn dann zuerst mal ein Plakat überreicht. Ne? Wir haben das ganze Buch hier, das Cover des Buches, auf ein DIN A0, DIN A1 Plakat gedruckt und haben ihm dann dieses Plakat überreicht. Er guckt und sagt, nanu, was ist das denn? Also hat auch gar nicht gewusst, was da jetzt eigentlich mit ihm passiert, was das eigentlich soll. Ich sage, naja, dann packen Sie das mal noch aus, habe ihm das Buch gegeben und dann hat er erst so langsam gemerkt, was los ist. Und dann hat er sich aber wirklich so richtig gefreut über dieses Buch. Und das war für uns ein ganz tolles Erlebnis und ich glaube für Herrn Scholz auch ein ganz tolles Erlebnis, Volker, oder? Wie hast du das empfunden? Ja, das war einfach toll zu sehen, dass die Überraschung so toll gelungen ist, hat uns natürlich auch sehr glücklich gemacht. Das für mich Entscheidende neben dieser schönen Übergabe war, dass sehr viele langjährige Weggefährten mitgemacht haben, also die wirklich renommierten Professoren aus dem Bereich Personalmanagement, teilweise heute schon emeritiert, und alle zentralen Doktoranden des Lehrstuhls aus der gesamten Lehrstuhlhistorie von gut 20 Jahren, sodass der Querschnitt der Beiträge wirklich auch ein Bild seiner Lehrstuhlzeit abgegeben hat, das sehr aussagefähig war und in die Zukunft auch reicht. Also das hat ihn sehr gefreut und uns natürlich auch, dass wir da die Unterstützung von allen Leuten, die mitgeschrieben hatten und natürlich von den Verlagen, die uns da sehr unterstützt hatten. Ja, schön. Also das war auf jeden Fall etwas ganz Tolles, was in die Historie des Lehrstuhls eingeht, was wir auch so schnell nicht vergessen werden. Wir haben noch was Tolles gehabt in diesem Jahr, nämlich zum ersten Mal angeboten unser sogenanntes Kunstseminar. Kunstseminar war für unsere Bachelorstudenten, die im Bereich Personalmanagement gerne ihre Seminararbeit schreiben wollten. Und da haben wir gedacht, naja, machen wir mal was anderes. Machen wir mal was für kreative Köpfe. Und haben zu denen gesagt, sucht euch ein Thema aus und versucht dieses Thema aus der Arbeitswelt in ein Kunstobjekt darzustellen. Und dazu haben wir auch ein paar Bilder mitgebracht. Volker, ich glaube, du kennst die Bilder in dem Sinne noch nicht so ganz genau. Machen wir doch einfach mal ein Quiz und ich frage dich, was das Bild bedeutet. Also Kunstobjektinterpretation. Ich muss sagen, Herr Scholz hat mir die Bilder alle ganz stolz geschickt und erklärt. Ah ja, super, dann kannst du es jetzt trotzdem erzählen. Was ist das? Also das, wenn ich das richtig erinnere, ist das eine Leiter, Berufsweg, Berufskarriereleiter. Ja, das ist eine Berufskarriereleiter, aber was noch dazu kommt, das sieht man vielleicht nicht so gut. Hier unten zieht der eine dem anderen am Bein. Das heißt, ne, das ist auch so ein bisschen die Idee, Konkurrenzkampf. Ich will vor dir da oben sein. Ja, aber ja, Karriereleiter ist auf jeden Fall richtig. Nur ne, die kabbeln sich, wer als Erster da oben ist. Mhm, tolle Idee. Ja, finde ich auch. Also, das war ein ganz tolles Objekt. Was haben wir denn noch? Das da gibt es noch. Fragen Sie mal Frau Strauß. Kennt ihr die?
Ja, die kennen die leider alle. Die hängen jetzt ganz toll bei uns im Gang, direkt wenn man aus unserem Büro rauskommt, an der Wand. Da kommt man gar nicht drum rum, sich mit diesen Bildern zu beschäftigen. Emanuela, weißt du es, was es ist? Nee. Wenn du es so siehst, ich zeig's dir nochmal. Keine Idee, was es sein könnte? Vielleicht die Arbeitsplätze am Arbeitsplatz? Also ja, Arbeitsplätze sind gar nicht so verkehrt. Das meint so ein bisschen die Monotonie. Ja. Der Arbeit, ne? Also dadurch, dass alles gleichförmig ist, gleichförmig dargestellt ist, wie monoton die Arbeit sein kann. Ja, also wirklich ganz tolle Sachen. Die Studenten haben sich ganz tolle Sachen überlegt. Das finde ich auch immer wieder klasse. Mhm. Passt auch zu unserem Forschungsbereich, beziehungsweise zu den Dingen, mit denen wir uns am Lehrstuhl auseinandersetzen. Volker, weißt du's? Ach so, das sind die abgepackten Bachelorstudenten. Genau, das sind die abgepackten Bachelorstudenten im weitesten Sinne. Als Fleisch dargestellt. Ganz böse, ne? Also die Auswirkungen der Bologna-Reform auf den Arbeitsmarkt. Verfallsdatum etc. pp. Also das ist durchaus etwas Kritisches, womit sich der Student, die Studentin auseinandergesetzt hat. Also auch super. Ja, dann haben wir noch ein letztes. Nathalie, vielleicht fällt dir dazu was ein. Du musst die Bilder ja eigentlich kennen. Ich halte es nochmal für alle in die Kamera. Damit man das sieht, das ist so eine Figur, die irgendwie schlapp da rumhängt und an der was dran steht. Weißt du es? Ja, ich weiß es. Cool. Und was sagst du? Ich weiß es. Ja, ich würde sagen, man sieht ja wirklich einen Arbeitnehmer, der einfach richtig kaputt ist. Ja. Und würde ich sagen, zielt auf Burnout. Ja, genau. Das ist auch die Idee dabei. Ja. Also so ein bisschen das Burnout-Syndrom darzustellen. Ne? Da tauchen so Begriffe auf wie Depersonalisierung, erschöpft, Stopp, Leere, Zusammenbruch. Ne? Also all diese Dinge, die Stress auslösen, wofür die Arbeitswelt ja leider auch stehen kann. Gut, so viel zum Kunstseminar. Was haben wir noch gehabt? Die Festschrift haben wir. Wir haben das Kunstseminar abgehandelt. Dann würde ich einfach sagen, gibt's jetzt noch mal den dritten Beitrag, nämlich unsere Partytipps. Viel Spaß damit. So, hallo, neben mir steht jetzt der Flo und er hat was ganz Besonderes für uns organisiert. Ja, erklär mal, was denn eigentlich genau? Genau. Lars und ich, wir haben aus dem bereits bekannten Partyroom ein Uni-Xmas-Special gemacht. Am Donnerstag, den 20. könnt ihr bereits um 23 Uhr in eure Weihnachtsferien reinfeiern. Und wir haben uns dafür ein paar Studenten-Highlights überlegt, wie beispielsweise günstiger Eintritt, Begrüßungsdrink oder Getränke-Specials. So, da sind wir wieder auf Sendung. Es bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Wir haben ja fast unsere Zeit schon abgesessen. Aber unser Quiz, unser allwöchentliches Quiz, auch dazu habe ich was mitgebracht. Ich quietsch damit mal rein. Das ganze Ding, wer ihn noch kennt, weiß ich nicht, von Linux, der Pinguin. Das Ganze gibt es auch in Siegen, wenn man vielleicht mal wieder Siegen zuschaltet. Auch da, Volker, noch mal ein bisschen weiter zu dir. Ja, auch da gibt es einen Pinguin. Ne? So, und jetzt dazu gibt es die Quizfrage. Ich habe eben gesagt am Anfang, Herr Scholz ist nicht da. Herr Scholz ist unterwegs und hat sozusagen Forschungssemester. Jetzt haben Sie diesen Pinguin gesehen. Meine Frage lautet, wo befindet sich Herr Scholz derzeit? Das ist die Quizfrage. Zu gewinnen gibt es was ganz Tolles. Für alle, die noch nicht wissen, was sie morgen Abend machen sollen, gibt es 3 Plätze für den Party Room im Club Number One. Also, wer Lust hat, die Lösung weiß, und 3 Karten gewinnen möchte, spätestens bis morgen eine E-Mail schicken an OrgaTV oder sich irgendwie mit OrgaTV in Verbindung setzen und hat dann die Chance darauf, 3 dieser Plätze zu gewinnen. Gut, also, das war's zum Quiz. Ich glaube, das war gar nicht so schwer. Ich bin gespannt, wer auf die richtige Lösung kommt. Schauen wir mal. Bleibt mir noch so viel zu sagen, dass ich die Sendung sehr genossen habe. Es war eine sehr schöne Sendung gewesen. Was uns 2013 erwartet, wir haben natürlich ganz viel auf dem Programm. Wir starten direkt im Januar und das ist wirklich auch wichtig für den Lehrstuhl. Mit 2 Disputationen, 2 unserer externen Doktoranden müssen sozusagen ihre Doktorarbeiten verteidigen. Damit geht es direkt im Januar los. Also da müssen wir kräftig die Daumen drücken, damit das alles funktioniert. Wir sind am neuen Lehrbuch dran. Herr Scholz macht eine Neuauflage seines Klassikers Personalmanagement. Das ist ein ganz großes Projekt, was uns die letzten 2 Jahre beschäftigt hat und was jetzt Anfang des Jahres hoffentlich
endlich mal zu Ende geht. Also das geht dann irgendwann zum Verlag und wird entsprechend abgeschlossen. Ja, wir haben auch ständig noch eine riesen Korfu-Konferenz, also im Projekt Korfu. Da passiert ja nochmal richtig was. Da werden Forscher aus der ganzen Welt zusammengetrommelt, die sich zu bestimmten Themen dann austauschen. Das Ganze findet, ich glaube, im Mai oder Juni, Ende Juni hier bei uns in Saarbrücken statt. Wird mit Sicherheit auch eine ganz tolle Geschichte, die auch sehr wichtig ist für das gesamte Projekt. Aber dazu wird es dann mit Sicherheit nächstes Jahr in der Weihnachtssendung noch mal ein paar Infos geben, was neu geworden ist. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche natürlich meinen Gästen, Volker, dir und natürlich unseren Zuschauern wunderschöne Weihnachten. Genießt alle die freie Zeit, erholt euch alle gut, einen guten Start in das Jahr 2013. Und ich danke auf jeden Fall noch meinen Gästen, Volker, auch dir ganz besonders, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei der traditionellen Weihnachtssendung. Und damit verabschieden wir uns. Bis ins nächste Jahr. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.